Gute und herzlich willkommen zu Body X. Mein Name ist Christian und ich darf dich die nächsten 45 Minuten durch den Kurs begleiten. Und alles, was du dafür brauchst, liegt am besten einmal vor dir. Vielleicht kennst du es noch aus den Studiokursen. Du benötigst einmal einen Langhantel. Schau da nochmal, dass die Klemmen rechts und links an der Seite sind. Und wenn du möchtest, legst du gerne auf einen Step. Ansonsten kannst du optional auch noch zwei Gewichtsscheiben vorne dran legen. Wir starten gleich mit den großen Muskelgruppen. Bein, Po und Rücken. Da empfehle ich dir 5 Kilo pro Seite. Wenn wir später zu den etwas kleineren Muskelgruppen kommen, hast du auf jeden Fall nochmal Zeit, die Gewichte anzupassen. Ansonsten noch eine Kurzhantel, am besten 2 Stück. Schön überkreuzt, dann rollt da nichts weg. Eine Matte später für den Boden, ein Teppich oder ein Handtuch bringt es natürlich auch. Wenn du natürlich keine Gewichte zu Hause hast, ist das gar kein Problem. Du kannst auch mit 2 Wasserflaschen arbeiten. Ich zeige dir beide Varianten. Und je nachdem, was du zu Hause hast, das benutzt du einfach. Das kriegen wir schon hin. Ansonsten kurz zum Ablauf. Wir wärmen uns mit dem ersten Lied auf. Ist eine schöne Sommerplaylist. Ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist. Hoffentlich steht der Sommer schon vor der Tür. Und im Hauptteil dann, wie gesagt, von den großen Muskelgruppen zu den etwas kleineren bis hin zum Bauch. Und zum Schluss gibt es noch einen Cooldown. Kommen wir nochmal runter. Und geh nochmal in das Stretching rein. Das war's auch schon. Du brauchst noch ein bisschen Platz, gerade fürs Aufwärmen, so 1, 2 Schritte zur Seite. Und dann würde ich sagen, jede Wiederholung zählt, ein paar werden's. Ganz, ganz viel Spaß. Lass uns loslegen. Auf geht's. Body X. Locker dich mal. Stell dich mal kurz auf. Hüftbreiter Stand. Wir atmen tief. Ein. Und aus. Zweimal noch. Tief. Und aus. Letztes Mal tief. Starte. Marsch rechts. Deine Füße, die rollen schön ab. Die Knie ziehen schön hoch. Arme nimmst du mit. Komm, rechts. Mundwinkel hochfahren. Und so langsam die Knie ein bisschen höher ziehen. Komm, eine Runde mehr. Rechts, links. Schön dynamisch die Arme. Spannung aufbauen. Das Ganze gleich ein bisschen breiter. Gleich der breite Marsch in 4, 3, 2. Öffne rechts. Auf. Auch hier schön abrollen. Knie hoch. Spannung in der Mitte. Rechts, links. Wir gehen ein bisschen tiefer. In 4, 3, 2. Leicht unten. Hier. Senk den Popo. Rechts, links. Knie weiter hoch. Marschier schön weiter. Von hier aus. Step Touch. In 4, 3, 4, 3, 2, 1. Schöner Schritt. Diesmal rollst du die Füße von der Ferse. Schön auf den ganzen Fuß ab. Und tippst innen. An die Ferse. Rechts tipp. Nimm die Arme mal locker mit. Und zieh. Sehr gut. Schön der ganze Fuß. Bleib dabei. Das Ganze gleich. Doppel-Step-Touch. In 4, 3, 2, Doppel. Rechts. Links. Schöne Spannung. Und dann wechseln wir gleich mal die Arme ins Schulterkreisen. Schön klein. In 4, 3, 2, bleib dabei. Rechts. Links. Rechts. Und links. Zwei mehr. Rechts. Und links. Letztes Mal. Komm wieder. Single. Einmal nur noch. Locker. Und die Arme mal hier oben. Eine Etage höher. Schulter höher. Von hier. Side to side. In 4, 3, 2. Side to side. Roll die Füße wieder schön ab. Über deine Ferse. Und diesmal lang tippen. Hier. Tipp, tipp, tipp. Arme 4, 3, 2, push nach vorne. Push. Schön nach vorne. High five. Blick nach vorne. Hüfte nach vorne. Achtung, wir drehen uns ein. In 4, 3, 2, push Seite. Zack. Dein Blick geht mit. Deine Hüfte zeigt weiter nach vorne. Zack. Zack. Noch 4, 3, 2. Step Touch wieder. Wieder hier oben. Zweite Runde Step Touch. Und dann kommen wir nochmal ins neue Tempo. Ins Single, Single, Double. 4, 3, 2.
Single, Single, Double. Und zwei. Du gehst. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins. Letztes Mal. Vier Stück mehr. Single, Single, Double. Links, rechts. Zwei Stück mehr. Letztes Mal. Von hier. Lecke. Single, Lecke. Beug die Arme passend mit an. Und schau mal auf dein Standbein. Ganz, ganz ruhig im Knie. Brust ist schön stolz. Bizeps mit. Hoch. Bleib dabei. Noch acht. Sieben. Komm. Sechs. Fünf noch. Bleib dabei. Gleich wieder das Tempo. Single, Single, Double. In vier. Drei. Zwei. Leg man los. Hoch. Hoch. Zweimal. Hoch. Hoch. Eins. Eins. Double. Und schau mal. Bei dem Double nimmst du die Schultern mit. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Jawohl. Bleib dabei. Single, Single, zwei Stück mehr. Single, Single. Letzter. Komm mit mir in den Knee Lift. Single. Schön die Knie hoch. Und die Arme pushen von der Schulter tief. Hip, hip, hip. Brust schön stolz. Letzten Sekunden. Noch vier. Noch drei. Noch vier. Drei. Zwei. Marschier. Locker dich. Einmal ausgeschüttelt. Atme mal tief. Atme. Ein. Und aus. Ein. Bleib mal kurz stehen. Locker dich. Kannst gerne ein Stückchen trinken. Denk dran, wenn du Durst hast, greif einfach zur Flasche. Ich habe aber auch Trinkpausen eingeplant, keine Sorge. Die ersten zwei Übungen für die Beine, Vorder- und Rückseite, Sumo-Kniebeuge und Kreuzheben. Mit der Langhantel, wenn du eine hast. Ich zeig's dir erstmal mit der Langhantel. Hebst einmal auf, ungefähr hüftbreiter, vielleicht sogar schulterbreiter Griff. Ziehst du mal nach oben, schwenkst einmal um, drückst über den Kopf und setzt die Langhantel mal auf die Schulterblätter. Hier, auf den breiten Rücken, schön weg vom Nacken. Und für die Sumo-Kniebeuge stellst du dich ein bisschen breiter als hüftbreit auf. Gerne so ungefähr breit wie die Schulter. Füße zeigen nach außen, Brust ist stolz. Du gehst leicht tief und drückst dich wieder nach oben. Du atmest tief ein, bis zum Knie und wieder aus. Zweimal tief führen und zweimal hoch führen, als würdest du dich mit dem Popo auf den Stuhl setzen. Schön nach hinten und wieder hoch. Okay? Fürs Kreuzheben bleibt der Griff, die Füße ein bisschen enger, ungefähr hüftbreit, Schultern aktiv nach hinten, okay? Mit ganz stolzer Brust schiebst du rüber und kommst wieder hoch. Mit geradem Rücken. Und wieder hoch. Angespannter Popo. Nur bis zum Knie. Und wieder hoch. Von der Seite. Knie sind immer ruhig. Atmest du tief ein. Und wieder aus. Auch hier wieder zweimal tief. Und zweimal nach oben. Okay. Ich mache die erste Runde mit dir. Mal mit den Flaschen. Und dann powern wir die zwei Übungen im Supersatz durch. Wenn du die Flaschen hast, komm in die Sumo-Kniebeuge. Einfach lang halten. Zweimal tief und auch wieder zweimal hoch, okay? Bereit, wenn du es bist. 2-2. In 4, 3, 2, wir gehen. Tief und hoch. Direkter Tempowechsel. 1-3. Tief, hoch, hoch, hoch. Ein und wieder hoch ausatmen. Bleib dabei. Tief, hoch, hoch. Kontrolliert. Ausatmen. Bleib dran. Tief, hoch, hoch. Genieß es. Ein, aus. Stolze Brust. Zwei noch. Bleib dabei. Genau andersrum. 3-1.
Eins, zwei, drei und schub. Schief ein und aus. Zwei noch. Bis zum Knie. Achtung, gleich im Vollgas. Single. Jetzt. Acht. Sieben. Sechs noch. Fünf letzte. Noch vier. Drei. Zwei Stück. Achtung wieder. Zwei tief. Zwei hoch. Tief. Tief. Hoch. Letztes Mal. Tief. Tief. Wir wippen. Unten. Hier. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Löse. Kreuzheben. Auch hier die Wasserflaschen oder die Langhantel vorne. Zweimal nach vorne. Zweimal nach oben. In vier, drei. In vier, drei, zwei, eins. Tief. Und hoch. Popo ist fest. Nur bis zum Kind, das reicht. Tief. Und hoch. Stolze Brust. Stell dir mal vor, hinten an den Schulterblättern, da hängt ein Stift. Und der Stift hängt da ganz, ganz fest. Die Schulterblätter drücken zusammen. Popo raus. Tief vor. Hoch aufrichten. Tief. Bleib normal im Tempo. Komm. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Eins. Zwei. Eins. Zwei mehr. Rüber vor. Hoch zurück. Tempowechsel. Vier zu vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hoch, hoch, dein Rücken ist schon gerade. Eins, zwei, drei, vier. Bereit für den Wechsel. Drei tief, eins hoch. Eins, zwei, drei, streck die Hüfte. Eins, zwei, drei, zack. Sechs Stück mehr. Und hoch. Fünf Stück noch. Ganz eng am Bein. Tief, zwei, drei. Komm nach oben. Hüpp, hüpp, hüpp. Komm schon. Hab ein bisschen Spaß. Dein Training. Der letzte hier. Wir wechseln. 2-2. Tief, tief, hoch, hoch. Komm. Wie versprochen. Schön viel Wiederholungen. Für dich. Zwei noch. Und hoch. Letztes Mal. Löse sanft. Locker. Die zweite Runde mache ich mal mit der Langhantel mit. Wenn du die Flaschen hast, bleib dabei. Alles gut. Wir starten zusammen. Gerne kurz lockern, lösen. Dann ganz umsetzen. Ellenbogen zieht. Einmal geschwenkt. Hoch. Und auf die Schulterblätter. Sumo. 4 zu 4. 4, 3, 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Schön, schön langsam bis zum Knie und wieder hoch. Und du bleibst genauso. 1, 2, 3, 4. Nur für dich. Bleib am Ball. 4, 3, 2, 1. Tempo wechselt. 2 tief, 2 hoch. Tief. Tief, denk dran an den Popo. Tief, tief, der schiebt schön nach hinten, als würdest du dich nachher, nach deinem Workout, auf den Stuhl setzen. Bereit? Single Tempo. Acht, sieben, sechs, fünf. Es wird eine lange Runde. Die nächsten, die zählst du mit mir zusammen. Von acht, ab jetzt. Acht, sieben, komm, sechs, fünf, atme schön ein und aus, tief und hoch, vier, drei, zwei, zu zwei, tief, tief, hoch, hoch, komm, lass es brennen und hoch, zwei letzten, versprochen, und hoch, atme ein und löse langsam. Drück hoch. Hüftbreiter Stand. Wir kommen ins Kreuzheben. Langsam.
4-4, in 4-3, in 4-3, 2-1, 1-2-3, 4-1, 2, großes Stolz. Wir werden gleich ein bisschen schneller, zweimal tief, zweimal nach oben jetzt. Tief, tief, hoch, hoch, Brust ist immer ganz, ganz stolz. Ich weiß, du schaffst das. Arbeite, schieb dich drüber und bleib dabei. Vier mehr. Eins, zwei, hoch, drei mehr. Tief, tief, hoch, Lächeln nicht vergessen. Einmal noch. Tempo wechselt wieder. Im 3 zu 1. 1, 2, 3. Hüfte vor. Einatmen und aus. 1, 2, 3. Hoch. Die letzten 4 Stück. Bleib dabei. 1, 2, 3. Hoch. 1, 2. Rücken bleibt gerade, Leute. Brust stolz. Ich glaube, da geht noch mehr. 2 tief, 2 hoch. Hoch, hep, hoch, hoch, hep, hep, hoch, hoch, hep, hep, hoch, hoch. Die Musik kommt nochmal. 3, 2, 1, 1, 2, 3 und hoch. Tief, 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 hoch. 1, 2, 3, hoch. Letztes Mal, du hast es geschafft. Locker. Setz die Langhantel oder die Wasserflaschen. Einmal locker ab. Lächeln, trink einen Schluck. Wir machen eine kurze Pause, ein paar Sekündchen. Bleib in Bewegung. So. Alle wieder da? Willkommen. Einmal. Beine schön lockern. Wir kommen zur nächsten Übung. Butterfly Reverse. Und zwar ungefähr 90 Grad Winkel. Beine stellst du mal hüftbreit auf. Und jetzt schiebst du dich in dieser Position. Einmal schön nach vorne. Dein Rücken ist schön gerade. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, streck die Arme etwas. Schön nach vorne gebeugt. Und dann atmest du aus, öffnest und wieder ein. Entweder im 90-Grad-Winkel und wieder zurück. Oder ein bisschen mehr gestreckt, wenn du mehr willst. Bauch ist schön feste. Bereit? Kannst natürlich auch die Wasserflasche nehmen, was du zu Hause hast. Erste Runde mit Kurzhanteln. Nachher mache ich mit den Wasserflaschen. Bereit, wenn du es bist? Schieb dich mal nach vorne, Bauch einziehen, Brust stolz machen. Bereit? Wir gehen zwei nach oben auf und zwei nach unten tief. Hände sind schön fest. In 4, 3, 2 zu 2. Auf, auf, rück, rück. Auf, rück, rück. Atme es aus und wieder ein. Auf, bleib dabei. 4 mehr. Auf, rück, rück. Auf. Blicke mal schön nach unten. Dein Rücken ist gerade. Und wir wechseln gleich das Tempo. Letztes Mal. Ein hoch, 3 tief. Auf, rück, rück, rück. Schön kontrolliert. Auch beim Öffnen. Auf, rück, rück. Noch einmal. Hip, wir wechseln. Single 8. Kontrolliert. 7. 6. 5. Noch 4. Komm schon. 3. Wieder zurück. Ein hoch. 3 tief. Auf. Rück. Nimm die Zeit nach unten. Auf. Schön fest die Hände. 2 mehr. Ein letzter. Auf, rück, rück, löse. Einmal locker.
locker kurz, kreis die Schultern. Die zweite Runde mache ich mit dir und den Wasserflaschen. Kannst natürlich auch bei den Kurzhanteln bleiben. Locker nochmal alles aus. Und wenn du bereit bist, auch die Wasserflaschen feste greifen. Hüftbreiter Stand, schieb dich vor. 4, 3, 2, zu 2. Auf und schieb. Mal aus und ein. Bleib dabei. Öffne und schließe. Öffne. Bleib in diesem Tempo. Auf, auf. Tschüss, bleib schön vorgebeugt. Dein Rücken ist gerade und lang. Komm, Schulterblätter fest. Wir wechseln. 3 zu 1. 1, 2, 3, rück. 1, 2, 3, rück. Auf, 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 rück. Und genau andersrum. 1 zu 3. Auf. Öffne ohne Schwung. Langsam rück. Auf. Rück. Letztes Mal hier. Und Tempo. Single 8. 8. 7. Ausatmen. Aus. 4 noch. 3. 2. 1. Löse. Locker. Geschafft erstmal. Stellen alles wieder weg. Für die nächsten beiden Übungen tauschen wir weiter der Langhantel. Wir rudern gleich im Stehen. Deine zweite Rückenübung und machen nochmal was für die Schultern. Wir gehen ins Frontheben. Okay? Gerne mal das Gewicht etwas reduzieren. Kleine Muskelgruppe. Passt dir das Gewicht einmal an. Du darfst es natürlich auch drauf lassen, wenn du willst. So. Wenn du alles umgetauscht hast, trink gerne nochmal ein Schlückchen. Danach der Supersatz, rudern im Stehen und Frontheben. Einmal alles aufgreifen. Fürs Rudern im Stehen ungefähr so 2 Daumen breiter Griff und die Beine sind wieder hüftbreit. Wir ziehen hier nach oben und führen wieder nach unten. Ellenbogen ist der höchste Punkt und wieder nach unten führen, okay? Fürs Frontheben ungefähr schulterbreit. Hände sind ganz fest. Stand ist wieder so breit wie davor. Ganz stolze Brust. Wir heben bis zur Schulter und senken wieder vor unsere Hüfte. Immer mit stolzer Brust. Popo immer angespannt, ausgeatmet und eingeatmet, okay? Mit den Wasserflaschen ähnlich gleich. Fürs Rudern im Stehen die Handfläche zu dir drehen. Bereit? 2 hoch, 2 tief. Hoch und tief. Du atmest aus und lächel mal ein bisschen. Komm, aus und ein. Drück die Schulterblätter fest zusammen. Deine Brust ist stolz wie immer. 4 mehr. Atme, aus und ein. Bleib dabei. Hoch. Schief. Einer mehr. Wir kommen nochmal ins Tempo. 1 zu 3. Hoch, schief, langsam. Aus, schief, schief, tief. Aus, schief, schief. Einmal mehr. Hoch, schief, Single. Acht. 7, du packst das. Komm mal, die letzten 4, 3, 2 Stück, lass den Nacken brennen. Komm einer und löse. Kurze Schulter lockern. Egal ob mit Wasserflasche oder Langhantel. Schön fester Griff. Frontheben. 2 zu 2 in 4, 3, 2,
zu 2. Hoch zur Schulter, tief nach unten. Ausatmen und ein. Egal ob mit Wasserflasche oder mit Langhantel. Bleib schön dabei. Ich switch gleich mal zur Langhantel, okay? 4 Wiederholungen noch. Hoch und tief ein. Aus. Bleib im Tempo, bleib dabei. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, langsam. 4 zu 4. 1, 2, 3, 4. Tief, tief, stolze Brust dabei. Hoch, Achtung, ohne Schwung. 1 zu 3. Zusammen, ab jetzt. Hoch, tief, bleib schön stolz. Hoch, tief, ich weiß, es brennt langsam. Hoch, tief, da geht noch mehr. Aus der Power, Single. Leg mal los. 8, 7, 6, 5, komm. 4, 3, 2, 1. Löse. Wir switchen wieder, wie versprochen. Ich mache mit der Langhantel mit. Wenn du Flaschen hast, bleibst du dabei. Rudern stehen. 1 zu 3. In 4, 3, 2, 1. Hoch und 3 nach unten. Du ziehst hoch, tief, tief. Du atmest aus und tief durch die Nase wieder ein. Hoffentlich schon 1, 2 Schweißperlen auf der Stirn. Mach weiter so. Hoch, tief. 3 mehr. Rück, rück, rück. Hoch, tief, tief, einer mehr. Wir legen mal einen Zahn zu. Singles. 8 mal. 8, 7. Schau, dass die Brust stolz ist. Und die Schulterblätter, die sind ganz fest zusammengedrückt. Okay? Wir rudern zurück. Pass auf. 1 hoch, 3 tief wieder. Hoch, tief, tief, tief. Hoch, tief, tief, 2 mehr, hoch, tief, tief, 1, hoch, tief, tief, löse. Bisschen breiterer Griff bei der Langhantel, so breit wie die Schulter, bei der Wasserflasche auch die Hände schön nach unten offen. 2 zu 2, 4, 3, 2, wir atmen, aus und ein. Versuch mal, den Popo schön anzuspannen. Wenn du merkst, du verlierst dann Halt, stell dich gern so ein bisschen in den kleinen Ausfallschritt und beiß dich durch. Spann den Bauch mit an, der kommt gleich noch. Nur zur Schulter, ausatmen und ein. Jawohl. Hoch und tief. Hoch und tief. Bleib dabei. Hoch, hoch, tief. Komm, noch 3. Hoch, hoch, tief. 2 Stück. Hoch, hoch, tief. Wir wechseln gleich. Hoch, hoch, 1 zu 3. Hoch, tief, tief. Bleib dabei. Hoch, tief, tief, tief. Hoch, tief, tief. Einer noch. Hip, tief. Die letzten. 4, 4. Hoch, hoch. Hoch, hoch, langsam wieder runter. Du schaffst das. 1, 2, 3, 4. Komm schon. 2 Runden, die schaffst du noch. Hoch, 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 schief nach unten. Ein letzter, da kommt schon der Arm. 1, 2, 3, 4. Schief, schief, löse langsam. Sehr gut. Gern ein Stückchen trinken. Wir machen noch was für den Trizeps. Und dann gehen wir schon nach unten auf den Step, beziehungsweise auf die Matte, auf den Boden. Stückchen trinken. Dann haben wir schon fast geschafft. So. Die Arme sind hoffentlich warm. Mit der Kurzhantel oder mit den 2 Wasserflaschen. Wenn du gemerkt hast, ist schon ein bisschen zu schwer, einfach einen Schluck draus trinken. Dann wird es ein bisschen leichter, okay? Ansonsten die Kurzhanteln
Gefühl ist, Trizepsstrecken, Kickbacks, Hüftbreiter Stand, die Arme sind warm. Du schiebst dich wieder drüber, wie so ein Skifahrer. Die Arme ziehst du schön eng, Ellenbogen ist eng am Körper, Blick nach vorne, Rücken gerade. Und dann strecken wir. Einmal raus und dreimal wieder tief. Schön aus, einatmen. Du darfst den Arm schön lange strecken, so weit wie möglich, okay? Hauptsache Spannung. Bereit? In 4, 3, 2, 1, 3. Streck, rück, rück, rück. Streck, rück, rück. Gib eine Powerrunde. Komm. Einer mehr. Streck, rück, Single Tempo. Hoch und rück. Hip. Alles andere ist ganz, ganz ruhig. 12. Bleib schön vorgebeugt. Ellenbogen bleibt eng. 8 mal mehr. 8. 7. Komm. 6. 5. 4 Singles. 3. 2 mehr. Und wieder. 1 zu 3. Streck. Rück. Die letzten 3 Stück. Streck. Rück. Du schaffst das. Lang. Rück. Dein letztes Mal. Streck. Rück. Rück. Löse. Locker kurz. Ja, noch knappe 1,5 Minuten im Stand. Ich würde sagen, die schaffen wir auch. Egal ob Kurzhantel oder Wasserflasche. Runde 2 für deinen Trizeps. Atme durch. Bereit, wenn du es bist. Ganz langsam. 4 zu 4. In 4, 3, 2, let's go. Streck. 2, 3, 4. Rück, rück, rück. Einmal noch. Streck langsam. Schön lang den Arm. Und Tempo rein. 1 zu 3. Streck. Rück, rück, rück. Bleib schön vorgebeugt. Bauch schön feste. 2 mehr. Nur für dich. Eine Runde im Single. 8 mal. 8. 7. 6. Komm, auch wenn es brennt, du schaffst das. Lang und rück. Lang und rück. Bleib dabei. 7. 6. Komm schon. Hip. Noch 4. 3. 2. Achtung. Zurück zum 4 zu 4. Nochmal kontrolliert. So lang wie möglich. Und rück. 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 Ein letzter. Streck. 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 4. 3. 2. 1. Sehr gut. Gerne die Kurzhantel oder Wasserflaschen zurückstellen. Wir brauchen da eine Matte und die Langhantel für die Brustpresse. Bau dir einmal alles auf oder um. Zack. Nochmal ein Schlückchen trinken. Und dann kommen wir jetzt zum großen Finale. Brust und Bauch. Komm gern schon mal in den Sitz, so dass du mich gut sehen kannst. Und greif einmal die Langhantel ungefähr so breit wie die Schulter. Hände schließen. Aufs Schienbein. Und dann rollst du dich nach hinten runter. Der Kopf liegt auf. Der Rücken liegt auf. Und der Popo und die Hüfte liegt auf. Okay? Brust ist stolz. Wir starten oben zusammen. Zweimal tief zur Brust. Und zweimal nach oben. Ellenbogen ist immer so ungefähr unter deiner Langhantel. Du atmest ein und rückst wieder nach oben, atmest aus. Mach dich so langsam bereit. Wir legen einen Zahn zu. 2 zu 2. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Tief, tief, hoch, hoch. Schön, schön flüssig.
Atme. Tief ein und aus. Den Bauchnabel ziehst du wieder nach innen. Der Bauch kommt danach. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Zwei Runden noch. Tief und hoch. Einer mehr. Und dann kommen wir auch schon zum Single-Tempo. 8 Stück. 7. 6. 5. Nur zur Brust. 4 Stück letzten. 3 Stück. 2 noch. Letzter. Löse. Zweite Runde folgt. Zweite Runde mache ich mit dir und meinen Wasserflaschen. Wo sie hin? Oh, weggerollt. Nicht weglaufen. Hab sie wieder. Komm in Position. Komm wieder nach hinten. Wir starten. Single Tempo. 4, 3, 2, 1, 1. Komm, tief. Brust ist stolz. Schau, dass die Flasche immer oberhalb von deiner Brust bleibt. 12 Stück hast du noch. Komm, power dich durch. Da hast du genug Zeit mit mir. Noch den Bauch. So trainiere. 7 noch. 6. Atme ein und aus. 4 Stück. 3 Stück. Achtung. Nochmal einen Tempowechsel. 3 tief, 1 hoch. 1, 2, 3. Drück. Tief, tief, tief und hoch. Ganz stolze Brust. Und hoch. Tief, tief. Nochmal Single. Tief und hoch. 7 letzte. 6. 5 Stück. Nur noch 4. 3. 2. 1. Löse. Einmal gerne hoch. Flächen zur Seite. Gerne einen ganz kleinen Schluck trinken, nicht zu viel. Wir kommen noch zum Bauch. Deine goldene Mitte. Sommer steht vor der Tür. Die ersten Übungen. Heel Touch Crunch. Beine hüftbreit. Oberkörper hoch. Arme sind seitlich. Einmal nach rechts. Einmal nach links. Wenn du mehr willst, Füße einfach weiter weg, okay? Blick schön nach vorne. Komm nach oben. Zieh den Bauch ein. Löst deine Schulter. Wir starten zusammen auf der rechten Seite. In 4, 3, in 4, 3, 2, 1, rechts. Nur zur Seite. Berühre die Ferse. Oder wenn du willst, stell die Füße weiter weg. Damit es schwieriger. Ausatmen. Immer noch nicht genug. Dann geh mal ein bisschen hier diagonal durch. Mit dem rechten Arm auf die linke Seite und andersrum. Rechts und links. Aus und ein. Die letzten 8 Stück. 8. 7. 6. Noch 5. 4 Stück. 3 Stück. 2 noch. Einer. Löse kurz. Zweimal durchatmen. Bauch streicheln. Runde 2. Start des rechts in 4, 3. Wir ziehen das Ganze durch. Komm. 8. 7. Die letzten Minuten laufen. Dein Training. Noch 4. 3 Stück. Achtung. 2 Stück. Nur auf der rechten Seite. 4. 3, 2, Achtung, nur auf der linken Seite. 4, 3, 2, im Wechsel. 8 Stück, rechts, links, rechts, links. Bleib am Ball. Ich glaube, da geht noch eine letzte Runde. 8 mal mehr, 8. 7, 6 oder nochmal diagonal, 4, 3 Stück, 4, 3, 2, löse. Und
unser Abschluss ganz klassisch der Crunch. Beine sind aufgestellt, Arme seitlich. Einmal hoch und einmal tief. Wenn du mehr willst, an die Schläfe oder lang. Schön hoch und langsam wieder tief. 4, 3, 2, Single. Up und down. Up und down. Du kannst auch hier, wenn du möchtest, dein Handtuch greifen. Schön Strand ziehen und den Kopf damit stützen. Einmal hoch und einmal tief, okay? Aus und ein. Aus und ein. Hoch und tief. Hoch und tief. Komm, noch ein bisschen. Hoch und tief. Aus und ein. Aus. Die letzte. 4, 3, 2. Schön rund machen. Einer. Löse. Du weißt, was kommt. Runde Nummer 2. Nur Single. Dein Finale. In 4, 3, 2, 1. Hoch. Hoch und tief. Aus und ein, aus und ein. Hoch, hoch oder hier mit Handzug. Komm schon, knappe halbe Minute. Hoch und tief, aus, hoch. Denk nochmal an den Bauch, der zieht nach innen. Hier, da brennt alles. Aus und ein, aus. Bleib dran, die letzten. Hoch und tief, hoch. Und tief. Aufgepasst, wir wippen gleich oben. Hoch und tief. Ab jetzt wippen. Letzten oben. Halte. Löse. Haben wir sogar noch Zeit. Sehr gut. Locke den Bauch aus. Locke einmal alles. Hätten sogar noch 10 Sekunden Zeit gehabt. Die hast du dir aber verdient. Locker dich. Wir kommen zum Stretching. Atme kurz durch. Streck mal ein Bein. Zieh Fußspitze etwas zu dir. Kopf, Rücken und Hüfte liegt wieder auf. Spür die Dehnung in der Rückseite. Füße ranziehen. Atme tief. Löse sanft. Wechsel. Greif die Kniekehle. Fußspitze ranziehen. Spür die Dehnung in der Rückseite. Atme tief. Löse langsam. Lass die Hüfte nochmal fallen. Schnapp dir eine Seite mit ein bisschen Schwung. Kommst du mal in den Sitz. Gerne im Schneidersitz. Kreis kurz die Schultern locker aus. Blick nach vorne. Arme vorne. Und dann zieht dein Daumen hier die Brust auf. Ungefähr auf Schulter-Achselhöhe. Öffne die Brust. Atme tief. Dein rechter Arm geht nach vorne. Linke Hand drückt raus. Locker kurz. Wechsel. Hand ungefähr auf den Arm, zwischen Ellenbogen und Schulter. Atme weiter. Locker kurz. Streck dich mal kurz lang. Atme tief und aus. Wir stehen so langsam auf. Stütz dich einmal ab. Komm einmal hinter die Station. Hüftbreiter Stand, gerne ein bisschen breiter. Und dann schieben wir einmal rüber. Knie zeigt raus. Brust schön stolz. Spannung in der Innenseite. Stolze Brust. Atme mal tief und aus.
andere Seite. Knie raus, Bein lang, Spannung halten, Blick vor. Atme tief und aus. Schließ die Beine. Schnapp dir das eine. Ungefähr oberhalb vom Knöchel. Knie eng. Im Popo ein bisschen anspannen. Spür die Spannung in den Hüftbeuger. Und wechsel. Zweite Seite. Knie nochmal eng. Popo vor. Ein paar Sekündchen halten. Löse. Und zum Schluss neigt den Kopf. Kleiner Pinguin. Streckt den Arm entgegen. Blick nach vorne. Du atmest einmal aus. Schiebst drüber. Pinguin auf der anderen Seite. Arm zieht dich entgegen. Schön tief. Und dann geh mal ganz langsam übers Brustbein nach unten. Roll nach oben auf. Löse. Wir atmen einmal tief durch. Und auf. Alles abgeklopft. Und dann hast du es geschafft. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast wenigstens ein bisschen geschwitzt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Schön, dass du dabei warst. Bis bald. Tschüssi. Out of your league too.